Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dies wird eine Abendroutine von Danero, Chico und Luna sein. Wie ich sie abends fütter, weil die bekommen immer Abendessen. Dafür bekommen sie aber nur ein paar Äpfelchen und sowas morgens, weil sie abends ja schon was bekommen haben. Bekommen die aber mittags wieder was. Also so ein bisschen auf unterschiedlich. Ja, hier haben wir schon mal ein bisschen Chicos Futter angemischt. Das ist sein Futter. Hier ist jetzt ein bisschen Gras drin, hier ist ein bisschen Mesh drin, also Heukorbs aufgeweichte, schon fertige. Dann ist hier noch so ein bisschen Mehl für seine Knochen drin, weil er was bei seinem Bein und bei seinem Rücken hat. Das kriegt er jetzt. Und danach sehen wir uns wieder, wenn er das fertig kriegt. Also erstmal stellen wir es ihm zusammen hin. Da ist auch natürlich Wasser drin. In das Futter von den Pferden, egal ob Heukorbs, Mesh oder sowas. Es kommt immer. Immer kommt bei mir ins Futter Wasser. Weil meine Pferde sind so komisch. Die haben da einen Kübel, was eigentlich das Pferd voll mit Wasser, haben den da stehen. Ich gucke. Am nächsten Tag sind jetzt noch komplett voll. So, hier ist Chico. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn er fertig gegessen hat. Er hat schon fertig gegessen. Hier ist übrigens unsere kleine Blumeninsel sozusagen. Also nicht Blumeninsel, sondern so ein kleines Ding, wo ganz viele Blümchen drin sind. Also gerade heute haben wir heute Mittag gesehen. Jetzt brauchen wir hier einen Gießkanne von Wasser. Da kommt auch ein bisschen Wasser rein. Ja, da habe ich nämlich was drin gepflanzt. Hab ich nicht. Das war gerade ein Hund von uns. Hab ich nicht, wenn die sich freut. Jault immer wieder ein Wolf. Das war voll lustig. So, Leute, ich habe jetzt im Moment auch wieder Schule. So, jetzt, bei Lamiro ist so, es kommt zuerst Wasser rein. Der Chico kommt immer zuletzt Wasser rein. Kommt dann bis dahin ungefähr. Dann brauchen wir eine Schere. Brauchen ein wenig von der Minze. So, habe ich einfach ein bisschen was abgeschnitten. So. Schneiden wir das ganz, ganz klein. Vielleicht kann man das sehen. Ich hocke hier gerade so und habe mein Handy zwischen meinen Knien. Auto! Nein, nein, nein! Oh. So sieht das jetzt aus. Sieht halt noch. Sieht halt aus, als würden einfach nur Minze in Wasser reintun. Aber haben wir hier dieses kleine Schäffelchen. Werden zu tun. Dann wartet. Brauche ich noch was? So. Ich nehme einfach Erde, Leute. Das sind keine echten Pferde, aber ich behandle es. Mein Holzpferd. Und mein nicht Holzpferd, sondern Pferd, Rollpferd, wie auch immer. Wie echte Pferd. Zack. Das noch rein. Und dass das Wasser schon braun wird. Das hat irgendwie ein Kern, aber. So, dann brauchen wir noch ein bisschen. So, das kommt dann da rein. Brauchen wir noch hier ein bisschen was von dem Feuchten. Ja, Leute, man kann gerade gar nichts sehen. Hier ist es aber auch super dunkel, also. Ist jetzt so ein bisschen auf der Spitze. Eine mit. Die Mäuse stehen da ganz brav. Die dürften eigentlich jetzt gerade nochmal rauskommen. Aber sie wollen irgendwie nicht raus. Sie wollen drinnen in der Box bleiben. Aber, ja, das liegt da dran. Also übrigens, Lamiro und Luna teilen sich das Futter. Luna ist ein Milchschatti. Muss beeilen, weil er wartet schon die ganze Zeit. Leute, ich mach das jetzt schnell ohne euch fertig. Da kommt noch ein bisschen Gras rein und noch ein bisschen anderes Zeug. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Das Futter von den beiden ist endlich fertig. Das hier ist komisch aus, aber es schmeckt den beiden auf jeden Fall. Nein, Chico kommt nicht dazwischen. Er ist ganz brav. Er steht da ganz alleine.
beiden stehen da vorne so zusammen. Wir schauen mal rein. Die Schabracke bekomme ich jetzt übrigens bei mir auf dem Rücken, weil sie passt ihm halt perfekt zum Reiten und so. Aber die hier, die von Chico, ist halt so ein bisschen wie eine Decke einfach für ihn. Hier kann das sehen. Es ist halt ziemlich dunkel. Schon. Man muss natürlich, da ist übrigens die Brühe. Aber man muss natürlich auch abends noch ein paar Hönis gucken. Ja. Uiuiui, jetzt bin ich aufgerutscht. Wasser. So, guckt. Ich hole mich noch. So. Da hinten gießt gerade noch ein bisschen. Die Minze, weil die da auch schon kommt. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache für die kleinen Bienchen da ein bisschen Wasser hin. Und da unten ist trinken, dass überhaupt noch welche drin wohnen. Die werden jetzt noch gegossen. Hier in der Mitte wurden eigentlich schon gegossen. Können aber noch ein paar Tröpfchen dazu. Hier können das Futter, dann habe ich auch über Nacht ein bisschen trinken. Bald bekommen die Mäuse auch noch einen ganzen Futter und einen Wassereimer. Wird die Minze noch ein bisschen gegossen. Oh, das sieht echt so toll aus. Was ist jetzt jeden Tag? Ich will noch gucken, muss die gießen. Finde ich aber nicht schlimm. Nicht ganz cool. Die Laternen gehen halt schon an. Es ist halt schon spät. Es ist schon ganz spät, aber es hält mich halt nicht ab. Alle sind drinnen. Also alle Familie sind schon drinnen. Gehen gleich ins Bett. Und ich stehe noch draußen. Hier im langen, schönen Kuschelpulli. Okay, die Hunde spielen noch ein bisschen drinnen. Also ja, falls mir jemand ausbrechen würde von meinen Tönis, also von Samiro und Chico und Luna, weil ihr könnt gerade gar nichts sehen, also dann tue ich jetzt hier so auch noch hin. Oh, das geht gar nicht in den Boden rein. Du musst jetzt einfach so. Übrigens, die Hunde spielen und das sollen sie jetzt nicht, weil es jetzt Abend ist. Ja, das ist halt jetzt nicht gerade toll, weil... Nimm mal vor. Du willst gerade ins Bett gehen, fangen deine Hunde an zu spielen. Wir wollen halt mal aufhören, dann ist das schon irgendwie nervig dort. So, Leute, das hier ist jetzt auch da. Mache ich eigentlich nie. Aber heute schon. Sieht so meine ganze Antwort hier. So sieht's jetzt aus. Jetzt muss ich nur durchkommen, ohne das kaputt zu machen. So, geschafft. Jetzt geht's auch für mich ins Bett. So, Leute, ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.